Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und wir versuchen heute wieder Animationen im Spiel hinzubekommen, die es leider so offiziell im Spiel gar nicht gibt, aber die sich sehr gewünscht werden von vielen Spielern. Nämlich haben wir da unter anderem eine Animation von Sauropoden. Dafür platziere ich jetzt erstmal ein paar Sauropoden, weil wir müssen da gleich erstmal ein bisschen was zu ausprobieren. Wenn es jetzt nicht ganz alle sind, ist auch nicht schlimm. Wir werden da sicherlich den einen oder anderen finden, mit dem das ganz gut funktionieren wird. Aber ich glaube, das waren jetzt die meisten. Wir könnten jetzt hier noch solche kleinen nehmen, aber die brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir jetzt ja auch schon eine gute Auswahl. Und zwar geht es um die Animation, dass Sauropoden zurückangreifen. Also die können ja angegriffen werden von größeren Fleischfressern, aber die wehren sich nicht. Und das ist ja schon ein bisschen komisch, weil die haben ja einen Schweif, mit dem sie schlagen könnten. Oder zumindest könnten sie irgendwie ihr Körpergewicht oder so einsetzen. Und genau das versuche ich heute hinzubekommen. Dafür machen wir jetzt erstmal alle auf entspannt, dass die stehen bleiben. Na, bleibt alles schön stehen. Weil wir müssen jetzt einmal Animationen testen, mit welchen das gut klappt. Ich hätte nämlich gerne eine Animation, wo irgendeiner der Dinos mit dem Schweif ausschlägt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das Ganze eventuell funktioniert mit den Breakout-Animationen aus dem Zaun. Die werden wir jetzt bei allen mal testen. Ach, guck mal, der macht so einen Buddy-Strike. Machen wahrscheinlich alle, weil die alle vorne mit dem Bauch gegenlaufen. Ich mach's einfach mal an bei allen. Das sieht ja schon mal interessant aus. Aber guck mal, der schlägt schon mal mit dem Schweif ganz gut zu. Ansonsten mit dem Körper angreifen würde natürlich auch gehen. Das könnten wir vielleicht erstmal nachstellen. Aber sieht schon mal sehr interessant aus. Ich suche mir einfach mal einen aus, wo das mit dem Körperstrike ganz cool aussieht. Ich finde eigentlich den Brachiosaurus ganz cool für den Körperangriff. Weil wenn ihr mal schaut, der schlägt so richtig schön mit dem Bein so zu. Aber ich habe jetzt noch eine Idee, was wir ändern können. Nämlich müssen wir ja jetzt auf jeden Fall erstmal die Zeit ändern, wie das Ganze eintrifft. Das heißt, wir machen jetzt, nach 6 Sekunden macht er seinen Angriff. Aber das Ganze kann man zur Schlange hinzufügen. Also das heißt, er fügt das, führt das danach aus. Dann läuft er nämlich nicht weg. Oder dürfte zumindest nicht. Ich habe jetzt Alt mal gedrückt gehalten und dann testen wir das. Und er macht dann aber nach 10 Sekunden Ragdoll. Ah, das könnte funktionieren jetzt vom Timing. Ich hoffe, die laufen jetzt auch nicht weg und das klappt mit der Q. Ich habe das nämlich vorher so noch nicht getestet. Aber ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen. Nee, okay, das passt gar nicht. Aber der Befehl hat bei ihm auch nicht geklappt. Naja, leider zu spät. So, jetzt aber. Ja, noch ein Ticken zu spät. Schade, schade. Geht noch besser. Das war perfekt. Das war richtig perfekt. Besser kriegen wir es nicht hin. Sehr schön. Und ich habe mir jetzt den Mamenchi rausgesucht. Der macht nämlich jetzt gleich einen Schweifhieb mal auf einen Dino. Da müssen wir uns jetzt erstmal ein passendes Opfer gleich raussuchen von der Kopfhöhe, wo das dann auch passt. Da müssen wir echt was Großes nehmen. Ja, ein Rex kommt wieder genau hin vom Kopf her. Aber ich würde dann... Nein, das ist auch zu klein. Kakarodonto könnten wir es versuchen, ne? Das könnten wir versuchen. Also er wird jetzt gleich jetzt so zuschlagen mit dem Schweif. So, ist perfekt. Und da muss dann jetzt gleich der Kopf von ihm sein. Dass er schön ausgenockt wird. Genau so. Das könnte funktionieren. Das sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus. Ich werde es jetzt aber ändern, damit wir nochmal ein bisschen andere Begebenheiten hier haben. So ein bisschen steiniger das Ganze machen.
Ich denke mal, das reicht mir schon. Und dann werde ich, glaube ich, auch noch das Wetter ein bisschen ändern. Warum nicht? Wir könnten ja mal Regen anmachen. Wieder für die Dramatik. Er trifft fast perfekt, oder? Versuch Nummer 1. Bin ich schon mit zufrieden. Nicht schlecht. Ich mache noch einen Versuch, aber ich glaube nicht, dass es besser wird, muss ich sagen. Aber warum nicht? Einmal können wir es noch versuchen. Oh, auch nicht schlecht. Der Schweif ist ein bisschen durchgegangen, aber war auch sehr, sehr gut. Und als nächstes ist mir wieder ein bisschen Unfug in den Kopf gekommen, denn ich habe mir überlegt, dass wir mit ganz vielen Pachis, stell die jetzt im Kreis auf und in die Mitte, sollte ich vielleicht auch jetzt erstmal platzieren, kommt ein Auto. So. Und das werden die dann gleich hoffentlich zerlegen, die Pachis. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Ich mache jetzt eine schöne Kameraperspektive. Und dann gucken wir uns das Spektakel an, was jetzt passiert. Oh mein Gott. Alter. Das ist ja richtig krass. Der eine hat nicht angegriffen. Aber das sah krass aus. Will den eigentlich auch noch angreifend haben. Aber der wird halt aus dem Takt jetzt sein. Und passiert auch. Okay, ich muss sagen, das gefällt mir ziemlich gut gerade. Was ist denn, wenn ich hier so ein paar Menschen reinstelle? Ich weiß halt nicht, ob die richtigen Menschen funktionieren oder ob das nur Statuen sind. Ich glaube eher, dass es nur Statuen sind. Ja, da passiert leider nichts. Aber was haltet ihr denn davon, wenn wir mal eben noch mehr Unfug machen? Also ich werde erstmal den nochmal wegmachen, weil der passt da gerade nicht rein. Haben wir halt eine kleine Lücke da, das macht er nicht. Die Menschen kommen auch nochmal raus. So, und jetzt packen wir da nochmal ein paar Jeeps rein, würde ich sagen. Oder so ein Auto mal. Ja, das könnte auch interessant sein. Okay. Haben sie auf jeden Fall erfolgreich zerlegt. Ich lasse die einfach mal weiterhacken und platziere mal nach und nach da Autos. Was haltet ihr davon? Das könnte lustig werden. Okay. Wir brauchen mehr Autos. Für das absolute Chaos. Jawohl, Paris. Sehr gut. Weiter so. Ach, schön. Ja, fand ich super. War doch mal ganz unterhaltsam. Und jetzt kommt das nächste, was ich mir cool vorstellen könnte. Das wären nämlich Gruppenangriffe bzw. Gruppenverteidigungsaktionen, so in der Herde. Und ich glaube, ich werde dazu den Stego nehmen. Weil der hat, glaube ich, einen ganz coolen Angriff so gegen den Zaun. Aber momentan ist halt so das, was ich immer benutze, ist halt in der Regel die Zaunangriffsanimation, weil die so am besten funktioniert, muss ich sagen. Wir können uns die ja mal kurz einmal gemeinsam angucken. Erstmal stillstehen. Und jetzt greifst du einmal an, bitte. Ja, guck mal, die könnten zusammen angreifen. Das würde funktionieren. Seht ihr das? Das wäre doch gar nicht schlecht. Wenn die so den Doppelhacker machen. Zack, zack. Das wäre cool. Das könnten wir jetzt probieren. Ich glaube, jetzt bin ich guter Dinge. Jetzt habe ich es, glaube ich, gut abgemessen von der Zeit. Das hat mich jetzt auch schon einige Versuche gekostet. Ich werde jetzt auch einen Versuch nehmen, der nicht komplett perfekt ist, weil perfekt werde ich es, glaube ich, nicht hinkriegen. Aber wir probieren es jetzt aus. Es könnte richtig cool aussehen, wenn es jetzt getimed passt. Jetzt geht's los.
Oha, das war perfekt. Das war richtig, richtig gut. Und ja, Leute, damit verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Ich hoffe, das Video hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und die Animationen, die ich nachgestellt habe, haben euch gefallen. Falls ja, würde ich mich mega über ein Like freuen. Und falls ihr auch mal eine Idee habt für eine weitere Animation oder so, die ich nachstellen könnte, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht nehme ich die dann im nächsten Video mal ran. Das hat ja mal nicht so geklappt, wie ich wollte. Das wollen wir aber nochmal besser. Okay, das klappt auch nicht. Okay, damit bin ich zufrieden. Ja, lass gerne ein Like da, das würde mir sehr helfen. Und wir schauen uns jetzt nochmal die Animation an.